So, Freunde des guten Tabakgeschmacks, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich neuerdings, das heißt seit ungefähr einem halben Jahr, meinen Tabak fermentiere, falls ich ihn überhaupt fermentiere, weil es gibt Sorten, wenn die sehr lange abgelagert sind, zum Beispiel die Ernte von vor 2 Jahren oder so, die braucht man dann eigentlich fast gar nicht mehr fermentieren, wie zum Beispiel bei Virginia halt eben. Aber egal, wie fermentiere ich meinen Tabak? Erstmal fange ich nicht an, hier irgendwelche Blätter da aufeinander zu legen und Pipifax zu machen, in den Backofen reinzuschmeißen. Das ist alles kindisch einfach. Wenn, dann mache ich 1 Kilo, entweder 1 Kilo gekauften Tabak, also aber nur ganze Blätter, oder halt von der eigenen Ernte, wie bei mir. Den entrippe ich, also ich mache die Blätter feucht, dann entrippe ich meinen Tabak. Dann jage ich ihn durch die Nudelmaschine, bis er ungefähr hier diesen Feinschnitt hat. Und jetzt nehme ich einen schwarzen Eimer, den seht ihr hier. Und jetzt packe ich einfach hier rein. Dann nehme ich Zuckerwasser und sprühe Sodele, Lage für Lage. Tue ich hier den Tabak einsprühen, sodass er feucht ist. Nicht nass, sondern er soll durchgehend möglichst feucht sein. Und das mache ich gleich mit einem ganzen Kilo Tabak, weil, wie gesagt, da diese kleinen Mengen herstellen, das ist nichts. Wenn ihr 1 Kilo Tabak auf diese Art fermentiert, dann nimmt ungefähr, man kann sagen, so nicht ganz einen halben Liter Zuckerwasser. Das heißt, einen halben Liter Wasser, heißes Wasser, dann kommen ungefähr 6 bis 7 Stückchen Zucker rein, Würfelzucker, dann wird das ordentlich durchgemischt und dann kann man das wunderbar sprühen und vor allen Dingen schön gleichmäßig. Ab und zu ein bisschen, nicht sehr stark, sondern bloß ein bisschen andrücken. Ich mache das jetzt mal hier in Kurzform. Weil den Tabak habe ich schon mal so fermentiert. Bloß man sollte ihn, wenn er ungefähr 4-5 Tage steht, in der Nähe des Ofens, auf den Ofen, oder zum Beispiel, wenn die Sonne draußen scheint, in einem schwarzen Eimer, dann sollte man ihn mindestens 2-mal wieder rausholen aus dem Eimer, hier rein und dann wieder neu rein und dann wieder neu feucht machen. Und das sollte man ungefähr 2-mal machen, so alle 3 Tage. Vorausgesetzt natürlich, man hat jetzt irgendwie eine Heizung, wo man ihn draufstellen kann. Oder man stellt ihn halt in der Sonne, vorausgesetzt natürlich, dass es auch schön heiß ist draußen oder zumindest die Sonne scheint. Weil in einem schwarzen Eimer wird er von alleine langsam warm. Er muss nicht unbedingt heiß werden. Reicht, wenn der ungefähr so selbst 30, 40, 50 Grad innen drinne heiß wird. So, jetzt sehen Sie, jetzt kommt dann hier noch ein kleiner Deckel drauf. Wird ein bisschen angepresst. Dann kommt der große Deckel drauf. Und jetzt bleibt das ungefähr so circa 3 Tage auf einer Zentralheizung oder in der Nähe eines Ofens oder draußen in der prallen Sonne 3 Tage stehen. Dann nimmt man es raus, packt den ganzen Tabak nochmal da rein und macht dasselbe, was ich jetzt auch gemacht habe. Dann hat man ihn 1 oder 2-mal wieder neu gemischt und feucht gemacht. Und nach ungefähr 2, 4, 6, 8 Tage, also nach 3 Mischungen insgesamt, in insgesamt vielleicht 8 oder 10 Tage, dann ist er sauber anfermentiert und ist nicht mehr so beißig im Geschmack. Jo, das wäre es eigentlich, was ich euch kurz zeigen wollte. Und man sollte nicht glauben, wie heiß so ein schwarz angemalter Eimer in der Sonne wird. Alles klar, das ist jetzt, wie gesagt, die Art, wie ich fermentiere. Ich fermentiere gleich einen fertig geschnittenen Tabak.
aus Basta, weil da ist auch dann die Pflanze aufgebrochen und da ist der Fermentierungsprozess viel schneller und intensiver, als wenn man ganze Blätter nimmt. Außerdem hat man dabei ganze Blätter dann wieder das Problem, dass wir die Blätter dann wieder auseinanderfusseln müssen, irgendwo hinlegen, damit sie trocknen, damit man sie schneiden kann. Das kann man alles schon vorher machen. Tabak kaufen oder selber ernten, trocknen, dann die Blätter anfeuchten, entrippen. Das ist gar kein Problem. Wenn die ein bisschen feucht sind, gehen die Rippen, braucht man sie bloß abziehen. Dann durch die Nudelmaschine jagen oder durch ein ähnliches Tabakschneidegerät. Und dann in so einem Eimer rein, Lagen feucht machen mit Zuckerwatter und das dreimal und insgesamt nach 9 Tagen alle 3 Tage einmal wieder umwälzen und neu anfeuchten. Und nach ungefähr 9 Tagen muss das fertig sein. Jo, das wär's, was ich euch noch kurz zeigen wollte. Alles klar, tschüss. Kurz noch erwähnt, die Frage, wenn dann wieder dumme Fragen kommen, ja, wie kriege ich denn den Eimer heiß? Ganz einfach, hier habe ich zum Beispiel im Garten einen Platz, wo praktisch die Sonne von allen Seiten hinkommt und hier wird der relativ heiß. Aber es gibt natürlich noch die Möglichkeit, wenn jemand einen Garten hat, dass er sich eine Dürrkiste baut. Eine Dürrkiste in der Größenordnung hier. Also die ist natürlich schon ein bisschen sehr groß. Aber auch diese Dürrkiste, selbst ohne Warmluftzufuhr, kommt die ungefähr so auf 45 bis 50 Grad Wärme. Schwarze Kiste, Glasscheibe drauf, basta. Und da kommt dann der Eimer rein. So, jetzt gehen wir mal kurz rein ins Haus. So, die dritte Möglichkeit ist im Haus, zum Beispiel wer eine Nachtspeicherheizung hat oder eine Zentralrippenheizung, der kann den Eimer darauf stellen. 2 Nächte so und 1 Nacht so. So, darum, wie gesagt, muss der Tabak nicht fest angepresst werden. Das ist jetzt die dritte Möglichkeit, auf eine Heizung stellen. Und wer dann noch etwas hat, zum Beispiel so ein Ofen wie ist, aber sowas stirbt natürlich aus, solche Öfen. Das ist so eine Art Kachelofen, der wird beheizt im Bad. Der kann Folgendes machen. Der kann seinen Tabak auch davor stellen, wo die heiße Luft rauskommt. Meine gut, das sieht jetzt vielleicht nicht schön aus, wenn Besuch kommt, aber das ist auch eine Möglichkeit, falls einer so eine Art von Ofen hat. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit man sieht, was das für eine Art von Ofen ist. Haben einige Leute noch halt eben, und da ich in einem alten Haus wohne, habe ich so einen Ofen noch und beheizt den auch. Der wird vom Bad aus beheizt. Das wäre also die vierte Möglichkeit, den Eimer. Das ab und zu dreht man den dann mal rum. Man muss bloß aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, nicht, dass der Eimer anfängt zu schmelzen. Wobei, das ist natürlich relativ, da muss es schon wirklich extrem heiß sein. Und auf der Nachtspeicherheizung, da passiert eigentlich fast gar nichts, weil so heiß wird es da nicht. So, das wären die Möglichkeiten, falls jemand fragt, wie kriege ich denn den Tabak da drinnen, eigenermaßen gleichmäßig ringsherum warm, sodass hier drinnen ungefähr eine Temperatur von, ich habe mal nachgemessen, ungefähr so 50 Grad drinnen sind. Jo, das wäre es jetzt erstmal ganz kurz. Ich muss natürlich sagen, ich habe das früher anders gemacht. Ich habe es früher auch in die einzelnen Blätter in irgendwelchen Plastiktüten getan und habe sie auf den Ofen gestellt oder in der Mikrowelle oder so. Aber das ist im Prinzip, sind das Kindereien. Wenn man kauft ja sowieso, wenn man kauft, kauft man 1 Kilo. Und wenn man selbst anbaut, hat man auch 1 Kilo. Das heißt, mit anderen Worten, man sollte immer gleich ein ganzes Kilo verarbeiten, weil 1 Kilo Tabak ist tatsächlich ungefähr... Man erntet ihn oder man kauft ihn und dann schneidet man ihn gleich, macht ein bisschen feucht, dann tut man ihn entrippen und dann kommt er halt in eine Nudelmaschine oder in einem anderen Gerät, was dafür vorgesehen ist zum Tabakschneiden. Und dann schneidet man ihn gleich in der normalen Feinschnittgröße,
kommt dann da rein. Und gleich vorweg, keine Angst, er wird nicht krümelig hart, weil solange ich da nicht wie so ein Depp reinpresse, passiert da gar nichts. Später nehme ich den raus, tun in eine große Wanne, tun aufwirbeln ein bisschen mit den Händen und lassen an der frischen Luft trocknen oder in einem Raum. Und dicke Krümel sind dann so gut wie gar nicht. Der ist tatsächlich danach, wenn man ein bisschen aufgewirbelt hat, dann ist der schon und trocken geworden ist, dann ist der komplett rauchfertig. Und wie gesagt, man nimmt gleich ein Kilo, macht gleich ein Kilo komplett fertig, macht es in den Eimer rein und damit hat sich das halt eben. Ne? Gut, tschüss erst bei der Weile.